So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Da ist der Adi schon wieder. Der macht hier Faxen. Der schlägt nämlich im Topf rum. Und warum da ein Topf steht, das möchte ich euch jetzt zeigen. Mir ist doch letztens mein Handy ins Wasser gefallen, beziehungsweise hatte ich mein Handy einstecken und bin mit meinem Handy baden gegangen. Hab da eigentlich nur betrunken in der Werra gelegen, das war's. Und das habe ich dann hier in Reis eingelegt. Was eigentlich auch total Quatsch ist, damit es nicht aufgeht, habe ich noch so einen blöden Topf drauf getan. Den stellen wir mal hier oben hin. Den Teller braucht man sich auch nicht mehr. Das ist jetzt hier mein blöder Reisbeutel, wo ich das rein habe. Weil jeder sagt, hast du es in Reis eingelegt, hast du es in Reis eingelegt. Ich habe jetzt den Reis hier drin gehabt. Das liegt jetzt schon etliche Tage darum. Aber Spezialisten wissen natürlich, dass der Reis, das ist totaler Quatsch, denn wenn ihr den Reis mal anfasst, der hat nichts aufgesaugt, der hat keine Feuchtigkeit aufgenommen, der ist genauso knüppeltrocken und steinig, wie er davor war. Außerdem hat das Handy hier einen schönen Drücker abbekommen auf dem Display und es würde mich wundern, wenn es jetzt angeht. Wir lassen es mal lange gedrückt, gucken mal, was passiert und es passiert nichts. Das heißt, das Handy ist im Prinzip tot, ne? Das war aber mein Haupthandy, was ich die ganze Zeit hatte für Pokémon Go zum Spielen. Das ist ein Huawei P10. Hat auch hier eine riffelige Rückklappe sozusagen mit der Leica-Kamera. Ist schade, damit kann man wahrscheinlich jetzt aber gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob Bastler da noch was verwerten können, aber wenn ich das verkaufe und die kriegen das dann an, dann haben sie den ganzen Scheiß, der da drauf ist. Ist auch blöd, ist ja nicht zurückgesetzt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir was Neues zulegen. Ich brauche wieder ein Handy, weil das hat auch immer Hotspot gegeben auf die ganzen anderen Handys. Ich bin ja meistens mit 6 Geräten unterwegs bei den Raids, habe dann immer von meinem Huawei P10 Hotspot gegeben an die 2 iPhones, an das andere Huawei P10, an das Huawei P20 und an das Samsung S8. Jetzt habe ich das mal abgecheckt. Das ist übrigens jetzt das andere Huawei P10, was ich immer so zum Raid nehme. Da stehen auch die Accounts drauf, die drei, die ich damit immer spiele, nacheinander. Das und das sind also genau die gleichen Handys, nur dass das mein Haupthandy war, was jetzt kaputt ist. Und das Raid-Handy, was schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber beides ist genau das Huawei P10. Jetzt habe ich euch natürlich gefragt, was ihr sagt. Ach, guckt doch mal, wie schön das aussieht, wollte ich sagen. Ist es schon wieder weg hier, diese dämlichen 3D-Bilder. Kennt ihr das auch? Das nervt komplett. Ich will immer einfach nur in die App und es lenkt mich komplett ab. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe euch gefragt, welche Handys ihr empfehlen würdet oder womit ihr gute Erfahrungen gemacht habt. Der Marius hat gleich gesagt, hol dir ein Sony, ne? Die meisten haben gesagt, gönn dir Samsung. Die nächsten kamen, hol dir Hinz und Kunz, keine Ahnung. Ich habe was bestellt, ich habe jetzt Post bekommen, möchte euch jetzt mein neues Handy zeigen. Aber damit ich die Post überhaupt aufbekomme, habe ich mir noch so blöde Messer gekauft, weil ich meine Schere nicht finde. Universalmesser zweimal in grün und in durchsichtig weiß. Welches soll ich nehmen zum Öffnen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ihr habt natürlich gesagt, das Grüne, weil Grün ist richtig genial und das Grüne, das leuchtet so Neongrün. Das heißt, ich nehme das Weiße, weil das ist neutral, das ist edel, das ist im Prinzip ja auch nicht weiß, das ist ja eigentlich eher transparent. Das finde ich viel cooler. Und das erste Paket, was wir hier jetzt haben zum Öffnen, ist das hier von Amazon. Da braucht man gar kein Messer, das kann man nämlich einfach so aufziehen. Und da haben wir drin Schwimmflügel! Hey, das ist doch genial, oder? Einfach mal Schwimmflügel, die sind aber nicht für mich. Die sind in dem Sinne für Pupsi, sage ich jetzt einfach mal. Die sind sogar von Paw Patrol Mighty Poops. Das passt ja richtig. Mighty Poops für Pupsi. Das also eigentlich nicht für mich. Ich muss nur gucken, was alles angekommen ist. Dann habe ich aber ein Paket die Tage bekommen. Das hier von der Christina. Habe ich mich nämlich schlau gemacht, habe das schon geöffnet. Da habt ihr hier jede Menge Mist drin. Der Adi freut sich. Hier habt ihr eine Handyhülle. Für welches Handy wird das wohl sein? Und hier habt ihr den Karton. Hier habt ihr ein Huawei
Richtig genial, oder? Was ist es für ein Huawei? Ein Huawei P10, was wir hier aufmachen können. Dann haben wir hier eine Tüte drin. Schön mit Karton, schön mit Hüllen, mit allem drum und dran. Und ihr habt jetzt hier wirklich ein Huawei P10. Das Huawei P10 habe ich vorhin eingerichtet. Habe den Zettel mit den Accounts, die da drauf sind, auch hinten rangeklebt. Und das Huawei P10 ist jetzt genau dasselbe wie das Huawei P10, was mein Haupthandy war, wie das Huawei P10, was mein Raid-Handy war. Die sehen hinten auch alle drei gleich aus, immer mit diesem Leica dabei, wunderbar. Aber ich habe mir gedacht, wenn ein Handy kaputt geht, reicht es nicht aus, ein anderes Ersatzhandy zu bestellen. Ich habe gleich noch was bestellt. Das habe ich jetzt hier bekommen. Von der Elke gibt es nämlich auch noch ein Paket. Das machen wir auch mal auf. Zack, schön in das Handy reingeschnitten. Ne? In der Seite, da wird nicht mal ein neuer Karton genommen. Der Ramses, der kriegt die alten lumpigen Kartons. Das muss reichen. Wir gucken mal, was hier drin ist. Hier haben wir ein, nehmen wir wieder alles raus, hier ist noch Dreck drin. Wir haben ein Huawei P10 Lite. Ist das nicht genial? Huawei Design. Wir machen das auch mal auf. Das sieht ja auch genial aus. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist wie so ein Sandwich oder wie so ein... Adi, jetzt lass doch die Tüte in Ruhe. Das ist auf jeden Fall auch genial, wie wenn ihr so ein Radio habt im Auto und habt da so ein Kassettendeck dabei. Diese lila, pinken Regenbogenfarben sehen eigentlich auch ganz chillig aus. Jetzt habe ich hier also ein Huawei P10 Lite, was, wie ich sagen muss, auch eigentlich richtig gängig aussieht. Einzig und alleine hier ist ein kleiner Schmatter drin, aber das Display an sich ist richtig schön griffig. Könnt ihr anfassen, alles ist glatt. Auch hier so eine Gummihülle mit drum, kann man auch abmachen. Hinten ist es auch glatt natürlich. Die anderen sind ja so geriffelt. Der Unterschied zwischen dem Pro und dem Normalen und dem Lite dürfte in erster Linie, glaube ich, auch nur der Speicher sein. Aber wenn ich da eben nur Pokémon drauf mache und sonst nichts anderes und das als Ersatzhandys nehme oder als sonst was, dürfte das auf jeden Fall klar gehen. Bin ich auf jeden Fall auch begeistert. Muss ich noch testen, ob das überhaupt angeht und ob das flüssig läuft. Bei ihm hier war es ja auch so, hier oben ist ein bisschen was abgeplatzt, das ist außerhalb des Sichtbereichs vom Display. Hat funktioniert, läuft 1A, das genauso, das P10 Lite. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon zwei Handys mehr bestelle, ihr kennt ja den Spruch, aller guten Dinge sind drei, habe ich mir sogar noch eins bestellt. Ihr wisst ja nie, wann ihr das nächste Mal baden geht, beziehungsweise ins Wasser fallt oder was sonst mal ist. Denn ich habe da drei Schnäppchen gesehen, ich konnte mich nicht entscheiden und weil alle drei gleichzeitig geantwortet haben, habe ich dann auch eben bei allen drei Angeboten zugesagt, habe mir das gesichert. So, diesen schönen Karton, den hätte man bestimmt noch mal nutzen können. Jetzt gucken wir mal hier rein, da ist auch jede Menge Papier drin. Zack, und was haben wir noch hier? Ein Huawei P30 Lite. Zumindest von der Verpackung her. Da dürfte natürlich jetzt auch ein Huawei P10 Lite drin sein oder P10, ich weiß es gar nicht, bin eh verwirrt, weil ich dachte, das sind alles dann P10, aber das eine ist, ich dachte, das sind alles P10 Lite, die kommen, die drei Stück, aber das eine scheint ja trotzdem ein normales P10 zu sein. Das als zweites müsste aber auch nochmal ein Lite sein. Ja, das wirklich, der Sven, der hat das wirklich richtig genial zugetaped, richtig zugemacht. Und zwar einmal hier, oh, jetzt habe ich in die Hülle reingeschnitten, schon wieder. Ich schaffe es nicht, doch jetzt habe ich es. Das Messer ist einfach zu grob. Packen das mal aus, wenn es nicht immer noch irgendwo zugeklebt ist. Das ist bombenfest, einfach nur. Theoretisch könnte ich jetzt mit 8 Handys raiden gehen. Ich kriege es nicht ab, was ist denn? Och, an der Seite ist noch was, das habe ich nicht gesehen. Aber war ja klar, dass irgendwo noch was sein muss. Jetzt geht das nämlich spielen einfach hier auf. Da ist noch ein Zettelchen mit drin. Bitte lesen! Was ist da los? Entschuldigen Sie die ungewöhnliche Sicherung des Smartphones. Ich hoffe, es funktioniert alles.
Weiß ich nicht, was jetzt damit gemeint ist. Guck. Ungewöhnliche Sicherung bestimmt dieses, so wie er es zugepackt hat. Und guckt euch mal den Handschuh an, also richtig genial. Er hat wahrscheinlich keine andere Möglichkeit gehabt, das irgendwie sicher einzupacken. Also hat er einfach hier einen Handschuh drum gemacht und noch einen Handschuh und darüber noch einen Handschuh. Und da drin ist dann das Handy in so einer kleinen verschmierten Hülle, würde der Turin jetzt sagen. Das gucken wir uns auch fix mal so an. Ihr habt hier oben einen kleinen Drücker im Display, ihr habt hier unten einen kleinen Drücker im Display. Rest sieht auf jeden Fall aber gut aus, ist also auch eins von der Huawei-Reihe. Fühlt sich auch gut an, ist jetzt glaube ich keine Hülle weiter dabei oder so. Und ihr nehmt hier die Pappe raus und ihr habt hier noch mehr Handschuhe, also das ist eine gute Sache, wo er die wieder gemaust hat, ne? Das ist gerade richtig, ich glaube, da sind die Handschuhe wertvoller als das ganze Handy. Aber das nächste Handy, ihr seht, es geht also immer weiter. Jetzt könnt ihr wirklich mit 20 Accounts am Rate stehen. Wir haben also ein Huawei, ein zweites Huawei, ein drittes Huawei. Das ist schon immer beim Kartenspielen. Ich habe immer beim Kartenauflegen schon abgekackt. Noch ein Huawei. Wir haben also hier 5 Huawei-Geräte jetzt. Das ist auf jeden Fall eine fette, krasse Sache. Die haben wenigstens die gleichen Maße, die haben die gleichen Gewichte, wenn ihr die nebeneinander legt. Ihr könnt überall gängig draufdrücken. Und ich muss, was denkt ihr, wie viel hat eins von den Handys gekostet ungefähr? Ich habe mich mal schlau gemacht, als ich geschaut habe. 300 Euro haben die, glaube ich, immer noch neu gekostet. 150 Euro hätte ich gebraucht bei Amazon von Drittanbietern, was bekommen können. Ich habe es bei eBay Kleinanzeigen, wie gesagt, gesucht. Ein Handy hat, sage und schreibe, ihr habt es bestimmt schon geschrieben oder geschätzt. Wenn nicht, macht es jetzt noch schnell. 10, 9, 8, 5, 3, 2, 1. 35 Euro für ein Handy finde ich auf jeden Fall genial, denn ich habe das immer als Haupthandy gehabt. Ich bin damit so gut klargekommen, ich konnte mich nie beschweren. Schade, dass es jetzt kaputt ist, aber für 35 Euro so ein Ersatzgerät finde ich einen richtigen Schnapper. Wir haben sogar noch ein Päckchen. Das sieht richtig genial aus. Das ist nämlich das hier. Da sind lauter Flamingos drauf. Das ist aber nochmal vom Hannes. Der hat ja letztens schon dieses Mega XXL-Paket geschickt. Und er hat mir gesagt, ich werde ihn jetzt dafür hassen, aber er hat mir nochmal ein Paket geschickt für meinen Geburtstag am 16.07. Deswegen werde ich das jetzt auch noch zulassen. Wir werden das sicherlich erst am Geburtstag dann aufmachen. Was der Hannes mir hier für ein Geburtstagspaket geschickt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Sehr coole Sache. Danke schon mal jetzt an Hannes, dass der an mich gedacht hat vor meinem Geburtstag. Ihr wisst, das bringt Unglück. Und auch Grüße gehen raus an Annika und an Flo. Als sie gehört haben, nämlich das mit dem Handy, haben sie mir auch gleich angeboten, sie hätten noch ein iPhone rumliegen. Ich weiß gar nicht, was für eins, welches genau. Sie hätten aber noch ein iPhone rumliegen, was sie eh nicht wirklich benutzen und sie hätten mir das überlassen, sie hätten mir das geschenkt, sie wollen das nicht verkaufen oder sonst was, sie wollen da keinen Gewinn rausschlagen. Ich habe so gesagt, ja, wie viel so ungefähr. Da habe ich die anderen aber schon gekauft und ich dachte mir, bei iPhone ist das mit dem Einrichten, mit dem Daten rumziehen, mit den Accounts, mit dem Verwalten, ist alles wieder so kompliziert. Bei iPhone habe ich immer, lässt sich schön werfen, okay, gebe ich zu, ist immer schön flüssig. Aber jetzt habe ich die Huawei-Armee, die P10-Armee. Und deswegen bin ich jetzt gut eingedeckt. Sie können das Handy behalten. Ich finde es aber richtig cool, dass sie mir das hätten geben wollen, dass sie gesagt haben, die würden mir das schenken. Unter Freunden macht man das so. Also Grüße gehen raus an Annika und Flo. Grüße gehen raus an den Hannes natürlich. Grüße gehen raus an die drei eBay-Verkäufer. Sven, Christine und Elke. Ich gucke mir das alles in Ruhe nochmal an. Der Adi guckt sich auch alles in Ruhe nochmal an. Jetzt war es das eigentlich von meiner Seite aus. Ihr könnt ja nochmal unten in die Kommentare schreiben, mit welchem Handy ihr momentan Pokémon Go zockt. Was habt ihr für ein Haupthandy? Mit welchem Handy zockt ihr? Was könnt ihr empfehlen? Vielleicht für die Zukunft, wenn noch mal irgendwas ist, greife ich dann auf dieses Video zurück und hole mir Tipps für weitere Käufe, für zukünftige Käufe. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.